So, hallo, wir machen weiter bei Evil... Ja, Evil Conquest heißt das Ding. Ne? Ich ja, richtig. Gut. Ja, zwei. Evil Conquest 2. Hey, Leute. Ja, das letzte Mal haben wir hier die Star Road wieder im dritten Abschnitt freigelegt und haben hier ein Gastlevel, das weder Lux noch Dark gebaut haben. Ja, das Level nie gebaut. Du kannst ja mal raten, wer es gebaut hat. Habt ihr nicht gesagt, Patrick? Ja. Ich habe auch gesagt, ich habe alle Titel für die Level geschrieben. Das war das lustige Wort. Wow, hi. Okay, gut. Eigentlich habe ich das Level gebaut und ich habe nur... Oder Lux hat nur seinen Namen daran geschrieben. Das ist ein Irmes-Level. Grüße gehen raus an Irmes an der Stelle. Den wird sowieso nie sehen. Vermutlich ja. Nicht. Schade. Wie weit geht das? Was geht so? Also geht das? Kann ich mich hier hinstellen? Ja, kannst du. Kann ich. Ich bin gerade überrascht, dass wir Firebars die ganze Zeit im Hack hatten, die aber an keiner Stelle wieder benutzt, nicht mehr wirklich benutzt haben. So. Sheet. Mhm. Ja, ihr hattet sie in dem einen Schlosslevel, wo die... In dem Zuglevel? Ja, aber die... In dem Zuglevel waren keine Firebars. Doch, in dem einen Waggon waren doch nicht. Nee, da waren keine Firebars. Bin ich jetzt doof? Ich meine auch, dass da keine waren. Aber okay. Ich kann mich auch irren, natürlich. Hey, ich dachte, als in dem Schlussabschnitt vom Zug-Dings waren da nicht irgendwelche... Wo ich mir dann noch gedacht habe, das ist jetzt für einen Zug eine ganz schöne Sicherheitsmaßnahme, damit Feuer zu arbeiten. Aber hey, es ist immerhin nicht so exzessiv wie Evil Conquest 1, wo in jedem Level mindestens eine Feuerbar und ein Giftpilz war. Nicht das nicht. Ich kann es gerade doch schlecht beurteilen. Oh, okay, mit groß kann man da nicht stehen. Good to know. Geht nur klein. Big Mayo Discrimination, ich will Hilfe! Big Mario. Komm nicht hoch! Da musst du einmal Anlauf nehmen. Mama, lass mich. Ich glaube, wir müssen noch eine Hilfskartoffelstelle, oder? Ja, passt schon. Okay, ich komme noch nicht über die Lücke. Das kriegen wir noch hin. An der Lücke arbeiten wir noch. Seht ihr eigentlich was aufgrund des ganzen Schneechaos? Ja, also, das funktioniert gerade. Ausgesprochen gut, dafür, dass es diesen BR3 hat. Okay, das ist doch schon mal gut. Aber besser als die Wasserabschnitte und das Pinguin-Level eben. Okay. Ja. Diese Wasserabschnitte. Schnell! Yes! Wenn ich einen Pilz noch habe, ist alles gut. Dann kann es nämlich nichts mehr schief gehen. Hilfe. Hier könnte ich runter? Ah, das ist nur für ein Kristall. Nee, danke. Nee, danke. Halt auch nur eine optionale Sache, wenn man die alle sammeln möchte. Ja, ist ganz gut, dass die optional sind. Da wäre ich nicht so wie am Anfang noch angemerkt, dass man die dann eigentlich sammeln müsste für die letzte Welt. Ja, also klar, dann würde ich sie schon versuchen zu sammeln, aber so reicht es mir, sie gesehen zu haben und zu wissen, da waren die. Und es muss jetzt nicht unbedingt sein, das perfekt zu timen. Ah, ist wieder Ruhe. Oh nein, geh weg. Geh auch weg. Ich hätte mal gerne Midway Points langsam. Gibt's überhaupt einen Midway Point in Midway? Also, das kann natürlich sein, dass kann es. Kann gut sein, dass es da keinen gibt. Den weiß ich halt selber gar nicht. Das ist eine Frage. Dann hätte ich ganz gerne langsam ein Ziel. Zumindest möchte ich nicht nochmal, da wäre wieder ein Kristall. Der dritte Kristall, ich glaube, es gibt keine. Oh. Der zieht einfach mal wieder durch den Dings durch. Und das zieht durch. Sehr schön. Gibt nichts Schöneres als Koopas, die einfach durch die Wand ziehen. Ja. Wunderbar. Lux, hast du gerade noch die Raumwaffen? Ja. Könntest du mal den letzten Sliding Cooper entfernen? Ja, das wollen wir nicht drin haben. Nee, ich mag das persönlich nicht so. durch die Wand. Du könntest ihn vielleicht durch einen normalen blauen kleinen Cooper ersetzen, der da entlang läuft. Mhm. Ach, der ist doch lustig. Lustig ist er auf jeden Fall. Ich hab noch meinen grünen Cooper eingesetzt. Oh mein Gott! Also, ich weiß gerade nicht, was ich dazu sagen soll, ganz ehrlich. Ich
komme nicht weiter. Du kannst, wenn du rennst, den Pilz sogar noch bekommen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Also, oh. Wenn ich mich jetzt nicht irre und wenn du rennst. Mit Peace Beat? Ich habe mich wahrscheinlich geirrt. Wir können es probieren, aber. Ich wollte gerade sagen, ich sehe mich eher runterfallen. Jetzt kannst du es nochmal probieren. Ja. Ich wollte gerade sagen, du kriegst sowieso jetzt. Jetzt habe ich noch meine 5 Leben. Oh, man sieht ihn sogar. Ja. Oh. Ich habe vorhin auch gedacht, er ist. Ach, moin. Also unsichtbar ist er nicht. Er ist nur schwer zu sehen. Ja. Das wird's auch aufgefallen. Sehr schwer zu sehen. Pixelchen an dem Pilz. Also ein bisschen mehr wie ein Pixelchen ist zu sehen, aber. Ah, interessant. Ist ja ein Geheimnis. Wow! Wetter bei Ese, ich verliere den sofort jedes Mal. Braucht ihn gar nicht holen. Den anderen, ja, sonst hast du der ist dann besser. Genau so wie jetzt. Der andere ist dann besser, aber ja, der ist wichtiger, der bei den. Na. Der, den bei den Münzen. Den verliere ich nicht so schnell. Ja. Bei den hier verliere ich irgendwie recht schnell. Was mache ich denn? Na gut, aber wenn ich nicht hätte, wäre ich ja tot an der Stelle dann. Ja, moin. Logik kickt hart. Moin. So. Gib mir den. Gut. Das. Nein! Wo wollte ich. Oh, ach, da, stimmt, die sind ja immer auf meiner Höhe. Richtig, so funktionieren die ja. Oh. Tragisch. Ja, richtig tragisch. Einfach Spinjob machen. Okay, Game Over. Okay. So, machen wir das einfach ganz schnell. Jo. Und jetzt aber. So, jetzt behalten wir den auch mal. Sehr gut. Menschenscanner. Alternativ könntest du dir natürlich auch eine Feuerblume holen. Oder halt einen normalen Pilz im Shop. Ich bin irgendwie, ich weiß nicht, so Shop-Dinger nutze ich immer irgendwie einfach nicht so. Ich weiß nicht warum. Musst du ja nicht. Ich sag ja so, was ich nicht im Level bekomme, ist irgendwie immer für mich. Will ich nicht extra holen. Obwohl es hilfreich wäre. Obwohl sie ja Teil des Konzepts ist. Aber irgendwie ist es immer so, keine Ahnung. Hilft dir ja bei Leben zumindest. Ja. Das ist schon mal ein guter Aspekt in der Sache. Yo! Okay. Hey. Alles gut, wir sind wieder bei Midway. Ne, sondern noch nicht ganz, aber gleich. Es kann eh nichts mehr schief. Wieso sage ich es? Es kann nichts mehr schief gehen. Wieso sage ich es? Warum? Ach komm. Ich sehe da kein Problem in der kompletten Sache hier. Warum mache ich das jedes Mal? Das gibt's doch nicht. Oh. Grüße an alle Leute, die vorspulen können. Ich kann's gerade nicht. Er drauf, Joel. Na, okay. Noch. Ich wollte gerade sagen, dass du aktuell gut spielst, aber dann ist da wieder was passiert. Ja. Ja, man merkt schon, wir nehmen jetzt wie lange. Ja, wie viele Partys jetzt in Folge aufnehmen? Sechste? Ich glaube ja. Ich glaube bloß. Ja. Das könnte der vierte oder fünfte Part sein. Ich weiß es nicht. Aber wow! So zwei Parts. Nein! Warum? Warum ist er nicht raus? Warum ist er nicht einfach durch die Tür gegangen? Schreibt mal in die Kommentare, welcher Part das gerade ist. Das ist ja gut zu wissen. Ah. Sag mal! Eieieiei. Jetzt kommt der ganz runter, also. Kerl, das ist auch zu niedrig. Gibt's da nicht. Du brauchst aber keinen Pilz. Ich mach das auch so. Siehst du, komm mal. Normal. Oh, ja. Wie ein Profi. Ja, ohne Probleme. Ja. Ich weiß auch nicht, warum ich
gerade eben an der Tür gestorben bin. Das ist ja. Weil du runtergelaufen bist. Komplett lost, ja, aber. Also. Am besten auf der Plattform bleiben und dann hochtreten. Ja, das wäre eine Idee. Kein Problem, ich helfe auch gerne, deswegen bin ich ja hier. Oh Mann, so, Midway Point, dankeschön. Oh, wie viel Leben haben wir? Gut. Nice. Du hast 2000. Nee, du hast ein Leben. Und 2444 Münzen. Aber kein Leben, ich darf jetzt nicht sterben. Nicht jetzt! Ja. Nochmal an der Stelle Grüße gehen raus an alle, die vorspringen können. Und an den Shopbesitzer. Alter, jetzt ist. Mann, was ist denn das jetzt? Ah. Ich hatte 24 Leben schlafen in deinem Geldbeutel. So. Okay. Jetzt aber hier. Ja, danke. Perfekt. Hops. Und hopp. Boah! Wow. Das war interessant. So, Pilz kriegen wir wieder. Hast du denn auch schon Animal Crossing gespielt, Conan? Nee. Ich habe noch kein einziges Animal Crossing gespielt. Wo? Also weder oh, die oh, alten. Noch das. Ich kann nicht alles spielen. Das wäre wieder so ein Spiel, genauso. Da würde ich mich wieder einfach ewig wieder drin sitzen. Das ist. Das ist der Gedanke dahinter. Das ist ja so ein. Das perfekte Spiel eigentlich für Leute, die so Gott, oh, sei Dank habe ich ihn ausgelöst. Du hast den Midway Point. Ei. Keine Panik. Ey, das ist so das keine perfekte Panik. Spiel für halt Leute, die diese ganze Collectible-Sachen mögen. Was ich an sich ja auch mag, aber genau deswegen, ich würde mir halt. Ja, würde es halt viel zu viel spielen. Und du hast ja immer was, du kannst ja immer was machen, diese ganzen Meilen, die du da sammeln kannst. Ah, oh mein Gott! Ja, du kannst nachher dein Museum voll machen, du kannst. Was ich nicht empfehlen würde, aber was du machen könntest, wäre halt alles sammeln, also praktisch jedes Möbelstück, den ganzen Katalog voll machen. Ja. Mein Museum ist sogar, finde ich, noch ganz schaffbar, aber halt diesen Katalog voll bekommen ist glaube ich. Das glaube ich, dass das recht lange dauert. Und du kriegst ja ständig, du hast ja diese ganzen Achievements da, das heißt immer, wenn du was machst, ja. Alles, was du machst, bringt dir am Ende diese Meilen und. Selbst das Meilen bekommen bringt dir Meilen. Das ist schon sick. Das Witzige ist, es gibt halt diese Meilen, normalen Meilen, das sind so längerwierige Achievements praktisch. Ja. Es gibt auch diese Meilen Plus, das sind so kleinere Aufgaben, wie fange 5 Fische oder so. Ja, das sind die Daily Achievements. Die werden, ja genau, die sind ja nicht mal daily, die werden immer daily? Wieder nachgefüllt. Ach, wenn du die einmal, wenn du die gemacht hast, bekommst du immer direkt eine neue. Die hören gar nicht auf. Ja. Die hören nicht auf. Siehst du, deswegen sage ich ja, das ist für mich nicht, gut, weil dann höre ich auch nicht die auf. Die hören erst auf, wenn die Aufgaben zu dumm werden. Ah, okay. Ja, zum Beispiel, da steht irgendwie Fangen und Keukarpfen und Keukarpfen sind sehr selten, dann hast du halt eine Aufgabe schon mal, die du nicht mehr machen kannst. Ah, okay, ich verstehe. Ach so. Got it. Die machen rot, die anderen machen blau. Ich will durch die blaue Tür. Da ist jetzt eine rote Tür. Da ist ein Schlüssel, der erstmal blau ist. Was glaubst du eigentlich, wer das Geisterhaus von eben gebaut hat? Lass mich in Ruhe, Dark. Nee, ich hab's nicht gebaut. Mist. Was du gerade Dark gesagt hast. Ja, ich hab Dark gesagt. Okay. Nee, war von Lux. Okay. Wo war der jetzt? Also, dass da nirgendwo rote Blöcke waren. Das ist ein Gerücht. Da stimme ich erstmal nicht zu. Also muss ich nochmal genau hingucken. Und die findest du schon, die sind jetzt nicht unsichtbar oder komplett. Nee, aber ich war wahrscheinlich einfach blind. Das sind keine unsichtbaren Yoshi-Coins im Switch Palace. Lass mich bloß in Ruhe. Ja, wir sind mal die Tage einige alte Hacks von uns allen
durchgegangen. Dann das ist halt ein riesiges Archiv von allen Sachen. Ja, genau. Ich speichere generell alle Sachen, die halt irgendwie bei mir auf PC sind. Und da habe ich halt einige alte Hacks gefunden, die halt, ja, komische Gimmicks hatten. Kann man so sagen. Verstehe. Oh mein Gott. Genau, und da war halt ein Gimmick, unsichtbare Yoshi-Coins in Switch Brothers Level. Warum auch immer. Aber die waren auch sehr kompakt und klein, deswegen war es nicht unmöglich zu finden. Unmöglich die zu finden. Ach. Hey. Hey, ein Yoshi-Coin. Ah, jetzt komme ich hier. Genau. Dafür auch die Stelle so. Mit den unsichtbaren Blöcken, damit du dir keinen zweiten Schlüssel holen kannst, für den Fall, dass du einen zweiten Schlüssel haben wollen würdest. Merci. So, also, ich brauch rote Blöcke. Was? Roten Schlüssel? Hier sind die normalen. Da unten. Ja, aber da komme ich nicht runter. Ich kann dir schon mal so viel sagen, du kommst da noch hin. Weil da auch der Midway-Point ist. Ja, hab ich gesehen. Dann muss ich mir das nochmal genauer angucken. Aber wie du da hinkommst. Muss mal kurz das OBS kleiner machen, weil gerade fängt es an, hier in meinem Spiel zu laggen. Dann wird es besser. Oh, okay. Wenn ich nämlich OBS offen habe gleichzeitig und ich sozusagen beides sehe, manchmal fängt es dann an zu laggen. Und jetzt tust du es nicht mehr. Oh, umso besser. Moment, dazu hast du ja. Ich brauch den ersten Loch. Also heiß. Also da ist noch kein Deswegen Eis. Deswegen auch. So. So. Gott, jetzt kann nichts mehr passieren. Richtig. So. Jetzt gucken wir uns erstmal. Oh, wir gucken uns gar nicht. Sorry, hier ist noch. Das hat nicht funktioniert. Ah, fantastisch, fantastisch. Aber ich merke schon, ich bin in dem Part jetzt noch viel unkonzentrierter als eh schon. Also wir sollten nach dem Part auf jeden Fall mit der Aufnahme auf. Alles klar. Ich glaube, ich bin durch. Ich merke schon. Die Konzentration ist auf jeden Fall noch. Ja. Hast du ja auch schon einiges geschafft? Ja, wir sind schon recht weit gekommen, denke ich mal. Ist ja schon weg. So. Okay. So. Also, ich könnte da runter, aber das nützt mir. Ah, jetzt kommt das blöde Vieh wieder, lass mich in Ruhe. Jetzt gucken wir uns erstmal. Ach, da! Ja, moin! Hey. Ich glaube, du hast sie gefunden. Ich glaube auch. Dann weißt du ja, wo du dich hin musst. So, dann muss ich aber. Da oben das Ding. Ach, da hinten war ja noch so eine Feuertür. Okay. Kann ich hier irgendwie was von mir vorher vereinfachen? Nein. Kannst du hier schon kommen, wenn du möchtest, aber. Aber wenn ich hier oben. Dann muss ich ja nur da. Ah, dieses blöde Viech müsste halt weg. Du kannst den Schlüssel mal loslassen, damit es aufhört, sich zu bewegen. Naja, das ist klar. Ich will den jetzt auch erstmal da hinschmeißen. Okay. Ja, es hat nicht funktioniert. Aber jetzt. Ist er schon mal gekommen? Okay. So, lass mich in Ruhe. Oh. Recht. Der hat mich weggesniped. Gut. Aber wir haben was gefunden. Das ist ja schon mal ein Teil davon. Ach Mensch, diese. Jedes Mal. Ich lerne das auch nicht, dass die von da unten hochkommt. So. Das wieder? Nein. Und wie meinst du denn, ist das Level hier? Dark. Richtig. Das ist mein Level. Geh weg! Okay.
Okay. Okay. No! Also du machst jetzt hier gerade echt nicht leicht, muss man sagen. Okay. Okay, okay, okay. Nicht stressen lassen. Niemals! Es gibt keinen Grund zur Panik. Oh Gott! Es gibt keinen Grund zur Panik, Panik. So. Oh, der Swamp ist weg. Ja, der wurde. Hol ich mir die Münzen erstmal. So. Hol dir mal die Münzen. Die ich nicht nutze. Okay, dann kann ich den hier hochziehen. Und jetzt wieder runter. Ach Mensch, geh doch weg! Hilfe! Der Türsteher. Also darüber zu springen würde ich nicht empfehlen. Okay, gut, ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück. Du musst doch nur jetzt einen Sprung schaffen. Nein! Gut gemacht. Guck mal, da ist er wieder. Ob er wer zurück ist. Mitspielen will. Er hat extra auf dich gewartet. Das ist schön. Okay. Du machst es sehr spannend gerade. Ne? Okay. Oh Mensch! Was ist denn da passiert? Verloren. Jetzt ist alles verloren. Jetzt hast du verloren, genau. Ah, wir kriegen das noch. Kritisch, hin. Kritisch. Eieiei. Jene Maske. Soll das Lustige ist jetzt. Soll der bleiben lassen? Ja, was, was? Soll der Phantom da bleiben? Der. Ich würde sagen, der kann da bleiben, aber der blaue Block am Ende vor dem Spike-Gegner, der kann, glaube ich, weg. Der letzte Block. Vor der Tür jetzt. Der ist ein bisschen doof platziert, glaube ich. So, meinst du der hinter dem Tap-Tap oder der Ida am Ende vom Gang? Hinter dem Tap-Tap. Die okay. Am Gang, die machen eigentlich, glaube ich, nichts. Also die können Pilz behalten wäre doch alles gut gewesen. Warum will ich den Pilz? Was ich gerade sagen wollte, das Lustige ist, wenn du jetzt zum Midway Point kommst und dann sterben solltest, was ich nicht hoffe, dass du dann Game Over bist. Oh. Sind wir wieder an dem Punkt. Aber da du ja natürlich nicht sterben wirst, dann ist ja nicht das egal sein. Genau. Du brauchst auch eigentlich keinen Midway Point, aber. So sehe ich das auch. Genau. Da, diesen Block hier meine ich, der kann weg. Ah, okay. Ich glaube echt, dass da sehr viel platziert ist. Du kannst einfach aufheben nach links. Hallo! Auf! Also, natürlich musst du auch nicht ausweichen, aber der Phantom war in der Hinsicht dann kein Problem mehr für dich. Verdammt! Okay, dafür sind wir jetzt Game Over, das ist auch gut. So. Das ist easy, genau. Mit deinem Leben. Um auch die Möglichkeit zu haben, mehr Leben zu kaufen, wenn du dein Midway Point sterben solltest. Was ich nicht hoffe. Du musst auf jeden Fall angemeldet werden. Einfach mal den Pilz behalten in dem zweiten Raum. Das wäre ja alles, was ich bräuchte. Das kannst du natürlich auch machen. Das ist oder du lässt es einfach. Es ist eigentlich so einfach, die Pilze zu behalten und ich bin so. Ja! Ja! Ah. Mann! So, jetzt hier. Du. Frech. Ach, großartig. Du machst es natürlich alles gerade nur Spannung aufzubauen. Ja, klar. Zuschauer, habt ihr eigentlich schon ein Lieblingslevel? Schreibt's mal in die Kommentare. Schreibt's bitte nicht in die Kommentare. Das war generell noch ein Denkanstoß. Überleg einfach. Wait! Kann ja, ich nicht? Was denn? Willst du ihn töten? Zurückstoßen, aber ich glaube, dann spawnt er wieder genau da, wo er vorher kam. Was im Screen ist. Ich glaube, die kann man gar nicht killen, ne? Ne, der rollt dann zurück und ach, ja, genau. Spawnt dann aber nachher genau wieder da, wo er ach, vorher stimmt, war. Ach, stimmt, der wird zwar berührt davon, aber ja. Richtig. Den kannst du doch hier damit töten. Mist. Warum keiner Side-Fact, den ich glaube ich mal sagen kann? Nichts zu dem Level hier. Und zwar haben wir parallel zu Evil Conquest 2 nicht nur Lux und ich, sondern noch weitere Leute aus unserer Gruppe, die Confi, einen Teamhack erstellt, der jetzt hoffentlich auch bald sehr, also irgendwie fertig wird. Ist schon ewig fertig, nur da fehlen halt immer ein paar kleine Sachen, genau. Zu denen sich keiner aufmachen konnte. Das wird aus dem, ich
glaube 24, 25 Level großer Hack oder so. Ich könnte mehr, es könnte weniger sein. Nein! Und dann haben halt einige Leute daran gearbeitet, wie zum Beispiel Patrick. Grüße gehen raus an Patrick, der sich wieder dran setzt und Fehler behebt. Momentan. Grüße gehen auch raus an Rocky, der hat zwar nicht seine Hack gemacht. Grüße gehen raus an Rocky. Du weißt, wer du bist, du weißt, wer du bist. Hilfe! Genau. Nur als Side-Fact. Also wir haben noch parallel an anderen Projekten gearbeitet. Scheiße. Und noch was, zu welchem wir wahrscheinlich erstmal nichts sagen. Vietnam! Freunde, du kannst dich richtig schätzen, dass dieser Block in der Version, die du nicht mehr spielen wirst, wahrscheinlich nicht mehr da sein wird. Du hast deinen Mitspielern einen großen Dienst. Ich krieg das mit dem Block hin. Gar kein Problem. Das Ding ist halt, ich kann auch teilweise wirklich nicht einschätzen, was wir uns bei manchen Level-Designstellen so gedacht haben. Ja. Das ist so eine davon. Beziehungsweise manche Level-Designstellen kommen einem auch nicht so schwierig vor, wenn man die halt 10-mal gespielt hat. Ja, genau. Guter Punkt auf jeden Fall. So, ja, jetzt will ich Pilz behalten. Und das Level ist auch eins der älteren Level. Ja. Von 2014, glaube ich. Oder 2013? 14. Müsste es gewesen sein. Nach 2015. Nee, gar nicht. 15 haben wir angefangen, richtig. Dann war es 15 oder 16. Auf jeden Fall ein älteres Level. Ah, okay. Jo. Gebaut hat das Dark. Falls ich nicht genau. Geschnappt habe. Ja, ich meine schon. Ja. Ich meine schon. Okay, okay. Oh! Das sah gerade in der Bildschirmübertragung so aus, als würdest du den Fond mit einem Schlüssel töten können. Oh Gott! Wait, ich weiß einfach da oben. Hat er nicht. Das war traurig. Oh! Oh? Wenn ich den Schlüssel gegen die Blöcke werfe, passiert gar nichts. Ja, nur wenn ich ihn parallel berühre. Ja. Ja, das verändert ja alles. Wenn ich ihn jetzt in die richtige Richtung noch werfen könnte. Aber das verändert ja alles. Ich dachte, da darf die überhaupt nicht berühren. Du machst es ja echt nicht leicht. Wow. Da hast du ihn gerade noch aufgehoben. Oder in der Hand gehabt. Meinst du, dass abgesehen von der Entfernung des Blocks noch was geändert werden sollte an der Stelle? Naja, wenn ich den da drüber werfen kann, muss der Block nicht geändert werden. Ja, der Block ist schon raus, glaube ich. Ja, das ist jetzt nur noch der... Ja, aber dann, ich meine, dann ist es doch viel einfacher, dann bin ich einfach nur doof. Nehmen wir jetzt. Nein, alles gut, das liegt wirklich an dir. Nee, ich finde nicht, dass da was geändert werden muss. Ich aber. Okay, das sollte jeder so spielen müssen. Nee. So, jetzt können wir endlich mal hier mit Pilz durchkommen. Das ist doch stimmt. Auch schon mal was. Ey! Wir warten mal ab, bevor er den woanders verliert. Okay. Jetzt nicht zu schnell. Ja, das war nicht. Ja, das war gut. Schön kontrolliert. Hä? Die werden doch berührt, oder? Wenn wir nicht die. Hm. Der wird doch irgendwie beeinflusst. Ich dachte, der wird nicht bei. Ach, wahrscheinlich, wenn ich den von unten dagegen werfe, nicht. Schwer zu sagen gerade. Dass wir jetzt einfach treffen, ist jetzt egal. Okay. First try. Easy going. Ja. Alles klar. Genau. Hol dir bitte gleich mal Leben, wenn du sterben solltest. Was natürlich nicht der Fall sein wird, aber naja. Habe ich noch eins? Okay, erstmal Leben holen. Hol dir mal Leben, bitte. Das wäre. Eine schöne Maßnahme. Bin ich sehr stark dafür, ja.
Okay, okay. So, das reicht. Ich jetzt auch direkt eine Frage mitnehmen. Ja. Hätte er machen können. Okay, gut. So. Weiter geht's. Weiter geht's. Gut. Da kam was an. Guy. So, Pilz. Okay, jetzt gucken wir uns das erstmal in Ruhe an, weil wenn ich jetzt schon sehe, dass es hier Phantos gibt, will ich den Schluss erstmal gar nicht berühren, wenn ich ihn bekomme. Ja, so viel zum Angucken. Oh, die Stelle ist anders, oder? Ja. Da ist der Schlüssel. Kommt hier ein Phantom? Nein. Wie ist das? Soll noch einer rein? Nee. Da war mal ein Phantom. Ja, da war mal einer. Ach Mensch. Aber es war ein bisschen zu schwer von der Level-Passage. Ja, Mensch. Ach, danach, ja, wir haben es. Okay, sehr gut. Noch nicht. Wir warten kurz mal. Ja, ich will jetzt nicht hier an dem Ding den. Okay. Ursprünglich waren links oh, das war's schon. Noch weitere Blöcke. Ja, nice. Ja. Standing atop the glacial fortress in the distance, Mayo could make out the crashed spaceship of his enemy. Will this lead him to their current base of operations? Dann ist ja Welt 4 Plot. Technisch relevant. Eventuell haben wir eine Referenz zum ersten Teil von Evil Conquest. Also eins. Hier. Oh, das sieht cool aus. Wie weit sind wir jetzt in der Zeit? Spielen wir noch ein Level oder lassen wir es dabei? Falls du es nicht mehr weißt, das Raumschiff war halt das letzte Level von Evil Conquest 1 und das ist jetzt hier gelandet. Ja, ich weiß, da war noch irgendwie so ein Space-Dings. Genau. Das weiß ich noch. Das ist dieses Raumschiff. Ah ja. Boah, wir müssen zu zitieren. Also gelandet, ja. Da kommt noch eine Welt, die spiele ich nicht mehr. Nee. Was? Das hat er immer mal gesagt, als er Evil Conquest 1 gespielt hat. Oh, ich bin endlich durch. Warte, da kommt noch eine Welt. Was, da kommt noch eine Welt? Da spiele ich nicht weiter. Ja gut, dann kann man ja eine Pause machen. Und dann, wenn man sich beruhigt hat, kann man dann weiterspielen. Die Grüße gehen raus an Irmes an der Stelle. So, wie wir jetzt auch eine Pause machen. Weil bevor ich mich nochmal so blamiere, wie am Anfang dieses Parts, belassen wir es erstmal dabei und gehen dann das nächste Mal in die Polluted Plains in der Crash-Site-Crisis-Welt. Sehr schöne Hack bisher, gefällt mir alles sehr gut. Das freut uns sehr. Und ich hoffe, euch Zuschauern auch. Aber ich denke, den meisten gefällt eh Mario Krams, von daher, ja. Mario gefällt allen Leuten. Ja, genau. Belassen wir es dabei und danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Jo. Bis dann. Ciao.